So, und damit herzlich willkommen zurück bei Grounded. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen informiert, wie man in dieses Heckenlabor reinkommen soll. Ich bezweifle zwar, dass ich das jetzt schaffen werde, aber try and error. Weil das sollte ich am besten jetzt direkt machen. Es ist gerade hell. Ja, dann folge ich dir. Ja, ich werde noch kurz ausmüllen. Kurz breche die Kisten. Wo haben wir einen Stein? Ich muss den Marienkäfer erledigen. Weil ich habe jetzt gerade 13 Schwere im Inventar. 13. Ja. Wir haben 6. Jagd auf Marienkäfer und so. Hast du Hunger? Ne, ich bin voll. Okay. Ich habe auch noch Essen auf den Grill geworfen. Hauptsächlich Sachen, die fast kurz vorm Verderben waren, aber. Ach nee. Ich glaube, das Kochen resettet das ja wahrscheinlich, ich hoffentlich, eventuell. Eine Markierung sowieso gesetzt. Oh, ist da wirklich mal ein weiterer Tropfen rein? Timo, hier sind 3 Tropfen. Oh, du bist gar nicht da, ne? Ja, aber ich glaube, ich habe es gesehen, als ich schon vorbeigelaufen bin, dass da was war. Es aussah, als ob da mehr drin wäre. Ja, ich guck da ab und an mal rein, so. Hm, mal gucken. Unter der Voraussetzung könnte man sich ja sogar überlegen, einfach an jede Dose, an jedes Trinkpäckchen. Na okay, die Dosen, die Tropfen ja nicht so. Aber an jedes Trinkpäckchen ein. So eine. Ja, so ein Basar zu bauen. Trinkpäckchen auch so. Jetzt ist hier gerade nirgendwo ein Marienkäfer. Ich wollte ja schön von hier oben bekämpfen, aber es ist keiner da. Ganz fies und hinterhältig wollte ich sie bekämpfen und dann halten sie sich einfach so fern. Du Armer. Ja, finde ich auch. Ich glaube, unter dem Trinkpäckchen habe ich. Genau. Wenn du kurz Zeit hast, hier vorne ist der Tropfen. Aber der Tropfen, der fällt ja hier raus, oder? Ja, ja. Ich dachte nur, du besuchst halt einen Tropfen. Aber hier in dem Knick. Wenn du gleich steil bist. Das ist noch nicht an der richtigen Position. Kannst du ja hinterher umstellen. Ich glaube, da ist es immer noch nicht an der richtigen Position. Da ist es zu steil. Da kann da also nichts. Also wenn es da nicht reintropft, dann kann man da nichts hinstellen. Wenn wir das so hinstellen, mit ein bisschen Glück. Wollen wir mal gucken. Aber hier in dem Knick hatte ich mal ein Grillrost und ein offenes Zelt reingebastelt. Wo gehst du hin? Ich geh mal Eicheln holen, Eichelschalen holen. Ja gut, dann gehe ich allein Richtung Heckenlabor. Ja, die Eichelschalen sind ja direkt hier. Ich dachte, du gehst dann Kleeblätter holen, aber. Ja, das Ding ist, sobald es dunkel wird, siehst du ja nichts mehr in der Hecke. Siehst du im Hellen nichts in der Hecke? Ja, im Hellen geht's, aber dafür muss es halt wirklich Tageslicht sein. Sobald es ein bisschen dunkel wird, siehst du halt überhaupt nichts mehr. Wir haben zwar diese Fackel, aber naja, viel bringt die auch nicht in der Hecke. Oh, wir sind gerade hier in dem Morast. Wir könnten mal gucken, ob wir auf dem Rückweg vielleicht noch schaffen, ein bisschen Ton zu sammeln. Hm? Oder ein paar Glühwürmchen. Ach, unter Wasser kann man Gras mit einem Messer ernten, okay. Befolgst du mir eigentlich oder? Ne, du baust. Ich versuche es. Ich hab's gerade fertig gebaut, aber jetzt renne ich dir hinterher. Ja gut, eigentlich bekommst du ja auch die Markierung angezeigt, die ich bei dem Eingang bzw. bei dem Aufweg gebaut habe. Was ist das denn? Ach, eine Larve. Gerade schon Angst, dass wir hier so ein Baumkäfer-Ding. Larve sollten wir ja hinkriegen. Wenn sie nicht jetzt. Ohne es zu wissen, vor uns wegrennen würde. Na egal.
Kieselsteine haben wir auch genug, ne? Was ist das? Oh Gott. Bei der Hecke hier vorne sitzt der Vogel. Ja, ich habe ihn gerade auch gesehen. Ich finde es ein bisschen schade, dass alles, was weiter weg ist, so verschwommen ist. Ja gut, du bist halt eben winzig klein, deswegen kommt wahrscheinlich alles so verschwommen vor oder so. Ich gehe davon aus, das ist leistungstechnisch. Deswegen finde ich es also so schade. Oh, eine Laus. Harz. Uga Uga, Fido hier oben. Uga Uga. Ich wollte gerade sagen, kann ich ihn eigentlich auch abwerfen, aber ist ja Spielerschaden aktiv. Schlechte Idee. Oh, wir haben 1500 Wissenschaftspunkte. Scap-Scanner, 5000. Schilderset. Da liegt eine Büroklammer, Alter, riesig. Was fällt dir jetzt auf? Und Chip und Werk eine neue Klemme und fahren, wenn er herum, dass wir. Hoffentlich hat er mal keine Unschaltet eine neue Mutation vor, welche maximal. Oh! Wir sollten vielleicht noch ein bisschen sparen. Wir haben 1500. Für 3000 kann man sich Kiesel in der Brandung kaufen. Mutation frei, welche maximale Gesundheit erhöht. Ja, habe ich auch schon mal gelesen. Sollten wir wohl tun. Oh, ich habe die gar nicht so. Ja, Gesundheit kann nicht schaden. Durchgelesen, gerade am Anfang. Wo bist du? Schon da oder an mir vorbei? Oder? An dir vorbei, schon mal ein bisschen hier hochgelaufen, geguckt, aber... Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hier lang ging. So verwirrend ist das. Geht sowieso in alle Richtungen lang hier. Im Endeffekt da, wo wir über die Frisbee-Scheibe auch schon mal gelaufen sind. Ach, das ist ein Spinnen. Egal. Juckt mich jetzt auch nicht. Oh, hier ist ein Safttropfen. This is moderately terrifying! Ja, Hobby fällt gerade auf, ich habe ja die Ameisenrüstung an. Ich hätte mir wenigstens eine bessere Rüstung anziehen können. Ich liebe das! Ja, nee, ja, falscher das Weg. Ist moderately terrifying. Was ein verfeindlicher Weg. Du Mörder. Das für die Jungspinnen brauche ich 3 Schläge. Möchtest du lieber wieder Outward spielen? Nee. Ich verzichte freiwillig. So, da war das Labor. Und hier lang ging es zum nächsten. So, über die Frisbee-Scheibe. Oh, hier sind sogar 2 Blaubeeren. Blaubeeren hängen ja überall. Ja, aber wenn man gerade genau dran vorbeigeht, kann man sie ja mal mitnehmen. Nein! Okay, sie ist runtergefallen. Aber eine habe ich mitgenommen. Hä? Wie bist du jetzt da runtergekommen? Bin ich jetzt wieder falsch abgebogen hier oder was? Direkt unter dir ist ein... diese Seilrutsche. Ja, das hab ich auch gesehen. Ich weiß nicht warum, aber aktuell legt sich die Steuerung meiner Maus jedes Mal neu um. Geschieht dir recht. Ah, ich muss gleich mal raustappen. Spiderling, keep your eyes open. Hier drauf ging's zum nächsten. Meinst du, da wird es jetzt schon wieder dunkler? Ja. So, und von hier aus wussten wir nicht mehr weiter. Spiderling, keep your eyes open. Boah, ist ja schon wieder eine kleine Spinne drin. Ich glaube, das ist auf Abstand von dir, weil... Schaden und so. So. Genau, und jetzt gehen wir mal hier rüber.
hier hoch. Und da verließen sie ihn wieder. Irgendwo direkt hier muss man nur... Also ich bin da, ich weiß nicht, wo du rumhängst, aber ich bin da. Wie bist du denn jetzt hingekommen? Jetzt mal ehrlich, wie bist du denn hingekommen? Du musst einfach über das Blatt gehen und dann oben auf den Ast drauf. Ich hasse dich. Warum findest du sowas immer? Ich weiß nicht, weil ich Augen im Kopf habe. So, dafür loot ich die Kisten. Early test runs on the zipline system have produced magnetischer Scanner. Prices on steel cable are ridiculous, so I've been forced to proceed with my original idea. Spider thread. I'm using web samples from my unwanted guests with a few clever alterations, of course. Things were going well until Sarah threw yet another toy into the hedge. I swear that the lost city of Atlantis might be found beneath the roots of this blasted bush. I told them both. No big balls, no flingman discs, no more throwing. I'll need to find a way to strengthen the zip lines, and I've forbidden the children from playing in the yard temporarily, of course. Dinner will be, I would say, awkward. I said that. Jo, mir fehlt nicht mehr viel. Keine Ausdauer mehr. Ich hab keine Waffen mehr. Wenn ich so nah an dir dran stehe, will ich immer nicht draufhauen, weil ich genau weiß, dass ich am Ende dich treffe. Boah, das wäre nichts Neues. Slowly my torments come together into one ingenious solution. After trying countless materials, I finally found something to fix my zipline problem. While the bonding formulas were complex to say the least, I've successfully fused the web ropes with raw science. Once again, it proves to be the key. The new ropes are miraculously soft, but have the tensile strength of forged steel. I've dubbed my new creation Zippy Fiber. Just think of the practical applications. Dentalfloss. Oh, only something without gums would suggest that. This is not some trifle to pick parsley between trips to the periodontist. I will take your word for it, Dr. Tully. Flipflossen, was zur Hölle? Da hinten liegt ein Passwort-Papierschnipsel hier. Kann man aufheben. Hier direkt hier. Da. Hallo? Da? Das kann man aufheben. So. Ja. Ein Stück zerrissenes Papier mit einer Zahl darauf. Da steht 58. Oh. Amazing. Wer hätte es gedacht? Ah, Ressourcenanalysator. Ne, ich hab nichts zum Scannen. Oh ja, diese Roboter. Der aussieht mit irgendwas Pfeilen im Gesicht, ey. Mit Speeren im Gesicht. Der arme Kleine. So. Das hört sich schon so nach... Nach Robocop an? Natürlich, mein Speer ist daneben. Na, wenigstens hat er auch noch die Spinne gekillt.
groß hier. Oh, da ist noch einer. Oh, ich weiß, ich wollte nur wissen, was hier ist. Oh Gott, hier sind auch noch zwei von den Robotern. Hey, oh wei, oh wei, oh wei. Aua! Was ist denn für eine abgedrehte Reichweite? Ich hab keine Ausdauer mehr. Ich auch nicht. Wenigstens sind wir in einem Team. Das weiß ich mal, ne? So, ich habe jetzt die ganzen Speere eingesammelt, ne? Ist egal, ich habe immer noch 10. Oh, ich hab 9. Boah, das sieht schon so ein bisschen widerlich aus. I got the science. Glibber, glibber überall. Oh, eine Beere. So, hier runterfahren will ich nicht direkt, weil da hinten ging es ja auch noch fußläufig weiter. Das ist noch nach oben hier auch. Boin, Spinne. Ja, Spinnen. Let there be light. Kleeblätter. Oh. Oh. Das war Lager ohne Ende hier. Kiesel. Ton. Was ist das? Seidenseil. Oh, okay. Fadenseil. Und das Gas. Eichelbrocken. Saft. Gras? Na gut, ja, können wir ja nicht mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, das lohnt sich nicht wirklich. Das ist Kleeblätter, ja. Hier geht's auch nochmal nach unten. Das ist auch nochmal eine Seilrutsche nach unten. Ach so, ja, Seilrutschen wollte ich aber als letzte Möglichkeit nur. Ich glaube, die Seilrutschen sind einfach nur alles, was dieses Lager miteinander verbindet. Ich glaube, das führt uns nur zu einem anderen Teil von diesem Lager. Das ist mal alles miteinander verbunden. Wahrscheinlich, aber... Ich glaube, die Seilrutsche hier hinten führt auch einfach nur weiter unten in dieses... Nee, die... Ah, die führt in einen separaten Teil. Hier steckt fest. Oh, man hört es auch schnarchen dahinter. Da liegt also irgendwas, das laut schnarchen kann. Veto? Ernsthaft? Ich bin da also so dicht dran vorbeigelaufen. Okay, wo geht das hin? Springen wir. Nee, ehrlich gesagt will ich das nicht. Nö, da unten ist... Wo hab ich denn eine Fackel? Hab ich überhaupt eine? Ich hab so eine ist Fackel. Keine Fackel? So. Ich hab Angst, hier draußen rumzulaufen, weil ich da runterfallen könnte. Ein Tito? Oh, ich höre Bossmusik. Ich wollte gerade sagen, ich höre so friedliche Musik auf einmal. Ja gut, aber hier unten am Boden laufen auch etliche Springen. Mhm. Spinnen rum. Gut, dann kommen wir ja mal in dieses... Es scheint nur so ein kleines Separé zu sein. Wow. Aber da scheint nur mal so ein... Notizding rumzulegen. Mit 19. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber ich habe irgendwie gedacht, man wird hier irgendwie was Cooles dazu bekommen. Ja gut, das wird dich halt in der Story weiter und vielleicht finden wir auch noch was Cooles, wir haben noch nicht alles durchsucht. Lass uns diese Netzdecke aufmachen. Ich glaube, da hat man ja schon mal, da kommt es nach Spinnen raus, aber man hat auch gute Sachen da drin gefunden. Okay, ich kann mit der Keule sogar zwei Viecher auf einmal angreifen. Oh ja, Ausdauer weg. Also so gegen mehrere Gegner auf einmal ist die Keule gar nicht so schlecht. Hier, Bombardierkäferbrocken. Man findet gute Sachen in diesen Teilen. Sachen von Käfern, die wir noch nicht besiegen können. Macht also durchaus Sinn, die zu öffnen. Ja, die
Speere zu werfen ist nicht allzu sinnvoll. Ja, gegen die Viecher, die sind einfach zu klein. Ach was. War da irgendwas Cooles drin? Nö, da war nur ein Netzfaden drin. Wow. Ja gut, es ist nicht jedes Mal was Cooles drin, aber es gibt schon gute Sachen da drin. Scheiße, ist runtergefallen. Oh, hast du den Zahn gefunden und wurdest gierig, ja? Ja, aber das Mega-Milchmuller, ich wollte gerade sagen, der ist irgendwie schwarz. Da wollte ich mir den mal ansehen. Naja. Aber ich kann, wenn ich den, wenn ich die Keule halte, keine Fackel halten, weil das ist halt eine Zweihandwaffe. Ich gehe jetzt mal da runter. Ja, habe ich gerade eben auch gemacht. Oh, und dann steht man hier, wo ich jetzt gerade nicht ziehe. Man könnte jetzt nochmal die Seilrutsche benutzen. Die Frage ist, ob wir dann zurückkommen. Kann man da dran springen, ja? Naja, du kannst immer da. Oh ja, hier ist ein Gegner. Ja, das habe ich auch vorher schon gesehen. Und da ist noch ein Notizzettel. Mit 19. Pure Wissenschaft. So, ich guck mal, ob wir jetzt noch zurückkommen und dann sammeln wir mal den Zettel ein. 19. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Hier ist ein Loch im Boden nach unten. Mal sehen, was passiert, wenn ich da reinspringe. Oh, ich lande auf einem Pilz. Aber man sollte aber wieder zurückkommen. Wo kommt die Spinne auf einmal her? Hier unten ist der Eingang, wo wir eben rausgekommen sind. Also dieser Weg nach hier unten, da ist nur der Hochweg, damit man von da unten wieder zurückkommt. Eingang, den wir gefunden haben? Dieser Gang nach unten, wo wir rauskamen, wo aber nichts mehr weiterging. Ach so. Dann kommst du wieder hier oben raus. Ist dein Inventar eigentlich auch komplett voll, oder? Ja, komplett. Sehr gut. Ja, nur fast schon ein paar Speere weg, die sind so billig. Boah, ein paar Speere. Ich glaube, ich habe auch irgendwas Unnützes im Inventar. Oh ja, ich muss schon wieder... 7 Harz, kann ich auch rauswerfen. Ja, 6. Ach, ich will aber hauen mit der Flasche. Ja, trinken könnte ich auch langsam wieder. Diese Brocken... Ah, ich habe sogar 3 spröde Marmorscherben im Inventar und 3 spröde Quarzitscherben. Was steht denn da? Das hatte ich, glaube ich, auch. 6 Quarzit und 3 Marmor. Ja, dann kann ich dir Quarzit rauswerfen. Moment. Es deckt ja alles nur bis 10, ne? Also. Ja, was du noch mitnehmen kannst, nimm mit. So. Ah, ich habe auch 15 Pflanzenfaser im Inventar. Kann ich auch rauswerfen. Noch 9, weil ich eben mal. Ding ist ja, ich habe jetzt wieder Plätze frei. So, waren wir hier oben durchgegangen? Ich bin mal hier in den Gang rein. Hier sind noch ein paar. Was auch eben hier? Stimmt, hier war ja dieses Lager. Ich gehe mal hier die Seilrutsche längs. Mal sehen, wo die hinführt. Ah, ich bin an einem Dach vorbeigerutscht, wo oben Science drauf liegt. Das muss man am besten genau auf diesem Dach von der Seilrutsche abspringen, oder? Ah, ich glaube, ich komme hier rüber. Ich bin gerade bei dieser Werkbank, wo wir eben waren. Das ist auch noch so eine Seilrutsche. Warum habe ich das Gefühl, ich werde jetzt gleich gegen diese Blaubeere rutschen? Also auf dieses Dach drauf. Gibt es hier noch mehr auf dem? Von hier könnte Alter, was zur Hölle ist hier los? Das Labor ist ganz schön riesig, ne? Timo, findest du mich? Ja. Wir hatten ja eben mal dieses... diese Werkbank gefunden. Ja. Genau, da ist auch eine Seilrutsche. Wenn du die runterrutschst, da ist so eine mittelgroße Spinne. Ich will die aber nicht alleine angreifen. Man könnte sagen, ich habe Angst. Ich bin gerade auf dem Dach von dem ganzen Laden. Ich guck mal gerade, dass ich wieder den Weg reinfinde. Ist im Endeffekt über mir. Da wächst schon der Ast in den Baum, in die Anlage.
Alter, diese Spinne kann dir nicht mal aufhören zu schnarchen, das ist schrecklich. Oh, ich hab Bandagen und Riegel gefunden, wenn ich hier oben in das Dach reinhüpfe. Oh, eine kleine Spinne. Ja, diese Jungspinnen sind mir ja egal, aber... Ah, Rohstoffsuche aktiviert. Ja, ich hab hier gerade auch nochmal eine Jungspinne. Ich muss mal irgendwie gucken. Oh, hier ist auch wieder ein Passwort-Schnips mit Y. Ja, hier ist auch einer, aber ich habe Angst, ihn anzufassen. Alter, jetzt geht er weg. Ich guck gerade, ob ich jetzt den Weg zu dir finde. Ich habe die Tür gefunden. Da, wo wir eben die Eier kaputt gemacht haben. Da ist noch eine Tür gewesen, und ich... Die Spinne ist aufgewacht. Da in die Richtung bist. Ich bin bei dir. Hey! Ich weiß, ich hab jetzt mal deinen Schlaf gestört, aber. Outward eben, finde ich das so angenehm, das Spiel. Ja, ich auch. Oh, ich bin fast tot. Lass mich. Oh, ich bin tot. Ja, ich. Die hat eine abstruse Reichweite, diese Spinne, das ist echt. Dass sie mit einem Schlag so 10 Meter nach vorne schießen können, mehr oder weniger. 19 Sekunden hast du noch, da bin ich weg. Gut, dass ich dich nicht mehr umbringen kann. Ja. Let me in, Coach. Scheiß Spinne. So, 9 Speere habe ich wieder. Ist die große Spinne tot? Weil ich habe noch immer Bossmusik. Ja, ich habe die gerade auseinandergenommen. Die Reste siehst du noch. Ah. Aber mir läuft noch immer diese Kampfmusik. Ja, die ist fies. Ja, allein würden wir die auch nicht down kriegen, davon abgesehen. Auf jeden Fall nicht auf diesem begrenzten Raum hier. Ich bin jetzt einfach um die Ecke gelaufen. Komm mal her, hier war ja dieser Spinnenraum. Ich habe hier hinten noch die Tür geöffnet. Du kannst die Türen ja von der anderen Seite öffnen. Mhm. Die feststeckenden Geistjahreminze. Na gut, dann nehme ich es einfach auf, weil ich habe gerade so einen Zettel gefunden. Ach, UR soll das sein. Ich, für mich sieht das einfach aus wie so ein paar Linien. UR. Och. Die ganze Zeit diese Musik kommt, ist irgendwie ein bisschen nervig. Die Frage ist... Aufgaben? Heckenlabor. Melde dich beim Terminal an. Bei welchem Terminal? Sind wahrscheinlich schon dran vorbeigelaufen. Netzsäcke mal öffnen. Naja, ich bin gleich down. Warum verfolgt die mich? Du hast sie doch. Timo. I need help. Wie sind das denn? Das sind aber deutlich mehr, als aus diesem einen Letzsack rausgekommen sind. Du müsstest mich gleich mal wiederbeleben. Ich glaube nicht, dass ich das überlebe. Die laufen auch die ganze Zeit hin und her, ey. Ja, sie machen das genau. Die machen genau dasselbe wie ich. Wild im Kreis sein. Ja, ich kann die kaum erwischen, weil sie die ganze Zeit weglaufen. Sie laufen nicht weg, sie verfolgen mich. Wo sind sie jetzt hin? Tot? Na, da hinten ist noch eine. So, da kam auch irgendwas Neues raus. Hier, Moment, ist doch mal das hier. Ach, siehst du, das heißt, ich habe auch noch so einen komischen Müsli-Riegel. Joke it down, Pete. Oh, Timo, Leben. Ja.
That tastes really good. So, noch eins öffnen. Ich glaube, wir haben so gehofft, dass du es nicht vorhast. Stirb. Sie hat nur Leben, weißt du, aber ich habe keine Ausdauer. Was? Mutation entdeckt? Haucherlunge? Ja, habe ich auch bei mir. Was, ich habe aber noch nicht geguckt, was es war, weil irgend so ein Kater nicht gleichen gerufen hat. Daten. Nachdem du deinen Körper wieder und wieder erschöpft hast, hast du eine bessere Atemtechnik entdeckt. Ah, dann nehme ich mal dieses verlässlicher Freund weg und nehme die... Deine Feinde aus der Ferne angreifst, deine Schwächen aufdeckst, Speere haben die Chance, die gegnerische Rüstung zu verringern. Speerwerfer. Achso, ich habe noch... Naturkunde. Deine Gedächtnisneuronen erinnern sich an jeden Huckel, Spalt und Pfad zwischen den Landmarken, bis du den Rasen so gut kennst wie deine nicht existierende Westentasche. Durch deine Intuition krabbeln deine winzigen Füße umso schneller durch Kraut und Unkraut. Schnelligkeit. Hochhaltung. Nachdem du deinen Körper wieder und wieder erschöpft hast, hast du eine bessere Atemtechnik entdeckt. Atemholen und Erschöpfungserholung. Oh ja, da, das ist wichtig. Ich hoffe, wir können irgendwann mehr. Achso, die. Okay. Mehrere Mutationen machen als nur zwei. Ich sehe nichts mehr. Ah, komm. Für Mistviecher. Da ist noch einer. Fliegenpelz. Oh ja. Oh, Inventarfall, da ist noch ein Netzfaden. Überhaupt nicht nervig, die Viecher. Oh. Verbraucht. Aua, Timo. Pito hat Aua. Weil die Viecher immer ständig nur auf dich draufgehen. Sieh dir einfach mal mein Leben an. Oh ja, du bist doch voll da. Oh, was ist das denn? Aber der Baumwanzensack. Gassack. Irgendwas. Hier, warte. Ich hab doch hier noch. Da. Danke. Better than starving, I think. Den haben wir auch noch nicht erforscht, den Baumwanzensack. Den haben wir also bisher noch nicht gefunden. Na gut, Baumwanzen haben wir auch bis jetzt nur, ich glaube, zwei erledigt. Wollen wir den letzten Sack auch noch, oder? Ja, natürlich. Was haben wir jetzt? Marienkäferkopf. Oh. Oh, komm. Wie viele sind bei dir? Bei mir sind drei. Bei mir ist keiner. Ja, die gehen alle nur auf dich drauf. Die mögen mich gar nicht. Alter. Mal sehen. Ah, ne, geht nur in die andere Richtung. Es ist zwar nichts passiert, aber sie freuen sich. Wei. Aber gut, wir sind schon viel zu lange unterwegs. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich würde nur sagen, ich melde mich wieder, wenn wir dieses Terminal gefunden haben. Und derzeit werden wir jetzt auch noch die restlichen Eier auseinandernehmen und hoffen, dass wir da schönes Zeug drin finden. Fido nicht stirbt. Aber ansonsten, ich habe ja Timo. Mein Retter in der Not.
Super, also hier ist ein Rohstofffinder. Okay, naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.